Herzlich willkommen bei der meine Damen und Herren. Heute schau mal einen Track von Razor AP an. Richtig Name sag ich mal nicht. Sag mal so, ich habe mir das Ding jetzt schon angehört. Ihr seht, das geht nur eine 32 Sekunden. Und ich sag's mal so, das Ding wurde vor 3 Jahren, ich sag's jetzt schon mal, weil das, was wir jetzt anhören, nicht gut ist. Ist einfach so. Ihr werdet auch gleich hören, warum. Nicht nur vom Flow, von der Technik her, auch von der textlichen. Ist einfach ein Fakt. Ich brauche eine Lüge, wenn wir es eh klar anhören. So, aber bevor wir es anhören, ich will kein Geflame, kein Hate und keine blöden Kommentare unter dem Video hier sehen. Ganz einfach. So, und jetzt an der Stelle geht's weiter. Ey, Digga, weißt du, wie schwer die Vergangenheit ist? Es wird nicht leichter, wenn man sie vergisst. Damals war es Mojo und Co. haben ein Gangbang im Klo. Und heute ist es Cash Money Flow. Ey, das ist die Vergangenheit und ich schließe jetzt mit dir ab. Jetzt steh ich hier und veränder mich. Von süß zum Player, zu meinem Charakter. Oh yeah. Wie gesagt, ich will erstens kein Hate, kein Flame und keine dummen Kommentare sehen unter dem Video. Wir sind hier, und Leuten zu helfen und sie zu unterstützen. Ganz einfach. Deswegen, kleiner Tipp an dich. Arbeite dran. Ich weiß nicht, wie dein Stand heute ist. Wie gesagt, das Ding ist vor 3 Jahren entstanden. Ich weiß nicht, wie dein Rap-Verständnis von damals zu heute gestiegen ist. Kann ich leider nicht sagen, weil das der erste Track ist, den ich von dir höre. Setz dich intensiv hin. Arbeite an dir. Eigne dir einen Flow an. Eine Rap-Technik. Das kannst du so keinem präsentieren. Kurz an die Tote. Ich schreibe auch ab und zu mal Texte. Seit 10 Jahren ungefähr, glaube ich. Hab auch schon damals versucht, ein bisschen was aufzunehmen. Mit einem 20-Euro-Mikrofon von Aldi, glaube ich, oder Lidl. Dann, ihr wisst Bescheid, wie die Qualität dann ist. Ihr wisst Bescheid. Dann habe ich versucht, mit diesem Mikro, mit dem ich ja gerade rede, was aufzunehmen. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, lösche ich das. Ganz einfach. Dann versuche ich das nochmal. Wenn es mir da immer nicht gefällt, lösche ich das. Wenn mir das nächste nicht gefällt, lösche ich das. Und immer so wieder, bis es mir gefällt. Bis man sich das selber... Wenn man den Stand erreicht hat, wo man seine eigene Musik, die man macht, feiert, dann macht man die richtige Musik. Ganz einfach. So ist das einfach. Und das hier, mein kleiner Junge, kannst du leider keinen antun. Ich werde den Kanal verlinken. Den Song werde ich nicht verlinken. Erstens, das Ding ist nicht gelistet. Aber halt, du hast halt Videos auf deinem Kanal, deswegen werde ich den Kanal verlinken. Ich möchte, dass jetzt unter dem Video auch keine dummen Kommentare oder etc. kommt. Möchte ich nicht. Deswegen werde ich das Video nicht verlinken, dass du dann zugespammt wirst von irgendwelchen Scheiß. Nochmal, zurück an euch. Keine Hate-Kommentare, keine dummen Kommentare und so, oder sonst was euch einfällt. Wir sind hier eine Ficker-Community. Wir ficken uns nicht gegeneinander, wir ficken nur andere. So sieht's aus. Und wenn jemand Hilfe braucht oder wir Tipps geben können, gerne die Kommentare. Sowas sehe ich liebend gerne. Also viel lieber als irgendwelchen Scheiß. Lieber Tipps und Tricks geben als irgendwelchen behinderten Bullshit. Wie gesagt, arbeiten dir textlich. Als du noch einen Aufstieg vor dir, mein Freund, wirklich noch vor dir, versuchst dann ein bisschen mit Billo-Reim und ich versuch dann textlich dann immer zu Text und Text zu steigern. Mit mehr Reimketten, mit Vergleichen, mit
Punchlines, wenn es sein muss, irgendwie eine Steigerung, dass du selber merkst, aha, der Text ist jetzt besser, als den ich letzte Woche oder so geschrieben habe. Und dann immer halt immer so weiter, immer so weiter. Und wenn du irgendwie was abguckst, dass du besser wirst, alles kein Problem. Jeder hat klein angefangen. Ist einfach so. Und versuch dann quasi, wenn du einen Text schreibst, deine eigene Technik zu finden, wie du es machst, wie kommst du auf die Line, wie kommst du auf den Reim, wie kommst du auf die und die Vergleiche, wie viele Ecken kann ich jetzt den Vergleich machen, wo kann ich den aufbauen, etc. Das sind viele Möglichkeiten, die man so einen Text einfließen lassen kann, wenn man seine Fantasie spielen lässt. Ganz klar, ohne Fantasie geht es einfach nicht. Deswegen, arbeite an dir. Ich gucke mir gerne den nächsten Track an, wenn du halt neu geschrieben hast und neu aufgenommen hast. Wie gesagt, arbeite an dir und dann sehen wir uns dabei im nächsten Video. Ich wünsche euch schon einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Razor, du weißt Bescheid, was du zu tun hast, mein kleiner Freund. Und unter diesem Video möchte ich keine Hater-Kommentare sehen, sondern nur Hilfestellungen und nette Kommentare. Ganz einfach. So sieht's aus.